Hallo, meine Lieben. Ich muss gerade mal schauen, ob das mit dem Licht noch passt, weil ich das schon wieder umgestellt habe und da muss ich jedes Mal wieder neu einstellen. Wie auch immer, egal. Guten Abend, Donnerstag, 21 Uhr. Mein Name ist Petra von Frau Wolkenblau und ich freue mich, dass ihr da seid oder gleich noch dazukommt oder die Aufzeichnung schaut oder wie auch immer. Heute Abend basteln wir gemeinsam eine Wallet Card. Genau. Aber was genau das ist und wie genau die geht und so weiter, werde ich jetzt gleich noch zeigen, wenn vielleicht doch der ein oder andere von euch noch dazu kommt. Vielleicht sage ich vorher noch ein bisschen was zu meinem Entschluss, den ich jetzt irgendwie die Tage gefasst habe. Ich hatte die ganze Zeit schon so ein bisschen in der Schwebe gelassen. Ich werde jetzt doch eine kurze Sommerpause machen in Sachen Live-Videos. Genau. Nicht, weil ich keine Lust habe, mit euch zu basteln, sondern weil es für mich, Simone schaut zu. Hallo Simone. Ja, also mit Kindern zu Hause halt und mit Ferien und vielleicht wisst ihr es selber, ist der Tagesrhythmus einfach ein bisschen anders. Und da gibt es dann noch so Baustellen bei uns, wie wir könnten mal im Kinderzimmer noch mal ein bisschen umräumen und die eine Ecke oder die andere Ecke verträgt auch noch ein bisschen hingucken. Und da habe ich jetzt für mich überlegt, dass es einfach, ja, ich glaube, für uns ganz angenehm ist, wenn man einfach mal so vor sich hin gruscheln kann und nicht dann insofern, ich sag mal, im Kopf haben muss, dass dann wieder Donnerstag ist, ne? Also nicht, dass es das schlimm ist und wie gesagt, ich bastle auch gerne und es ist auch nicht so, dass ich keine Ideen mehr habe, aber ich glaube einfach mal für dieses sich gehen lassen, hört sich blöd an, gell? Okay. Also einfach mal sich ein bisschen treiben lassen dafür. Habe ich jetzt beschlossen, dass ich heute gerne mit euch bastle und dann die nächsten 2 Donnerstage nicht. Und dann wäre, soweit ich weiß, der 3. August wieder ein Donnerstag und da würde ich dann wieder weitermachen. Genau. Kann aber auch sein, dass mir spontan die ganze Live-Bastelei fehlt und dass ich dann doch auf einmal wieder da bin. Das wäre dann aber eben spontan und ja, also im Zweifel, die Aufzeichnung gibt es ja. Ich ziehe es auch immer rüber auf YouTube. Und das ist vielleicht auch noch was, was ich noch ein bisschen vorhab. Wenn ich dann vielleicht mal ja, umräumen, macht Spaß, genau. Da kommen manchmal Dinge zutage, die endlich wiedergefunden sind und andere, die endlich gehen können, genau. Ja, also, und das ist das andere, wo ich sage, vielleicht, wenn ich einfach so ein bisschen ja, im Fluss dann für uns sein kann oder so auch immer, dass ich schaue, dass ich die Blogbeiträge noch in Ordnung kriege und das sind so Geschichten. Das kriegt er dann aber auch mit. Genau, so. Das erstmal zur Sommerpause. Nachher habe ich dann, das sage ich aber erst nachher, habe ich noch eine Info, was sich in Sachen, ich sage es jetzt mal grob, Anleitungen vielleicht noch ein bisschen tun wird. Da kam ja auch noch eine Idee. Und genau, ansonsten hätte ich gesagt, ich zeige euch mal meinen Dummy, weil für heute Abend habe ich nur den Dummy noch da. Wartet mal. So, also wenn es zu ist. Susanne schaut zu. Hallo Susanne, genau. Seid ihr wieder zu zweit? Ja? Deine Tochter vielleicht wieder mit im Boot. Heute gibt es die Wallet Card, also auch Brieftaschenkarte genannt. Und deswegen von der Idee her, so weiß wieder, ne? Ist es so, dass die halt letzten Endes so ein bisschen wie so eine, ja, so eine Brieftasche, so eine Fächertasche dann einfach ist, wo man vom Prinzip her gut, also wenn man es verschenken will, kann man es gut nutzen für so Geschenkgutscheine, ne? Also man kann dann da wirklich auch richtig wie eine Brieftasche was reinmachen. Man könnte auch, wenn man will, Geld mit reinmachen oder eben Gutscheine mit reinmachen oder sowas. Ich habe mir überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel so aus dem Urlaub so kleine Schätze hat, vielleicht Eintrittskarten oder weiß ich nicht, manchmal sammeln die Kinder ja auch so kleine Steinchen oder was auch immer. Wenn man solche Sachen vielleicht noch hat, kann man das auch ganz gut hier so ein bisschen. Gerade auch für Kinder. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass meine Jungs das nutzen könnten, so ein bisschen als so ein Geheimfach, ne? Also wo so die Schätze aus dem Urlaub drin sind. Zumindest die kleinen und die flachen. Susanne schreibt gerade, heute wird nur geguckt und nicht gebastelt. Ja, auch kein Problem. Dann schaut sie halt. Vielleicht habt ihr Lust auf die Karte, wenn ich sie euch zeige. Und ihr macht sie dann irgendwann nach. Genau, Manuela ist noch dabei. Hallo Manuela. Schaut einfach zu, wie es bei euch passt. Ich zeige euch die Wallet Card, die Brieftaschenkarte und sage noch ganz kurz, warum ich kein Exemplar habe, das ich euch zeigen kann, weil ich habe ja versucht, bei dem Facebook-Post heute zum Ankündigen, da gab es ja eins mit ganz vielen. Ich habe die vorletzte Woche oder wann es gewesen ist, nämlich ganz häufig gemacht. Ich glaube, es waren
44 Stück oder sowas, weil ja, Frau Wenninger sich mal wieder mit anderen Basteltanten, also quasi Stampin'-Up-Demonstratoren, wer jetzt nicht weiß, was das ist, ist nicht schlimm. Und wer es genauer wissen möchte und sich vielleicht seine Bastelsachen ein bisschen günstiger kaufen möchte, der kann auf anderem Wege mit mir Kontakt aufnehmen. Auf jeden Fall habe ich mich mit vielen Demonstratoren, also Stampin'-Up-Demonstratorinnen, Kolleginnen zusammengetan. Und wir haben zusammen ein Anleitungsbuch, also das gibt es jetzt schon öfter, das war glaube ich die vierte Auflage schon oder sowas, also die vierte Variante, das vierte Buch davon. Jede macht eine Technik, eine Anleitung dazu und macht dann die Karte so und so viel Mal, wie viel ja, Frauen dran teilnehmen. Das wird alles zu einer hingeschickt, die ist dann so ein halbes Postlager, die sortiert einmal um und zum Schluss kriegt jede wieder eine Kiste zurück. Und in der Kiste ist dann von jeder Karte eben eine drin. Genau. Und da hatte ich ganz viele verschiedene gemacht. Und da ist es dann aber so, dass ich mir, weil als Brieftaschenkarte war meine Vorlage gewesen, es eben halt so ein bisschen als Brieftasche zu gestalten, beziehungsweise hatte die Dame, die das als Idee gegeben hatte, ich sage euch das nur, falls ihr das so umsetzen wollt, da hatte die einen Prägefolder gehabt, wo die ihr Papier, das sie oben außen drauf geklebt hatte, in, ja, letzten Endes so Lederoptik, also so wie so eine Brieftasche Leder, ne? Also halt hatte die das geprägt, dass die da so eine Optik hinbekommt, hat dann noch versucht, außenrum zu nähen oder teilweise genäht, teilweise angedeutet, wie auch immer. Und da sah das eben aus wie eine Brieftasche, genau. Und ich hatte kein Lederoptik oder, also ich habe kein Prägefolder dafür und ich hatte auch irgendwie kein Papier, das irgendwie die Optik hatte. Und ich habe dann noch einiges an Tiermustern da gehabt und habe insofern dann so, ja, so Zebra und Leoparden und so Schlangenmuster habe ich dann meine Täschchen mitgemacht. Ich fand's witzig. Mal schauen, wie es die Damen finden. Zeigen davon kann ich euch momentan keins, weil sie, wie gesagt, alle unterwegs sind. Aber für heute Abend habe ich mir ein bisschen Bling-Bling ausgesucht. Also ich mache jetzt noch eine speziell nur für mich und meine Schätze. Und ich stelle euch gerade runter, zeige euch das Papier, zeige euch, wie es geht. Und dann könnt ihr ja gucken, ob euch das Ding Spaß macht oder nicht. Wir gehen einfach wieder runter auf den Basteltisch. Jetzt muss ich einmal wieder ganz kurz Orientierung gucken. Ich denke, das funktioniert so. So, also, als Papier für heute habe ich mir dieses neue besondere Designerpapier aus dem Katalog rausgesucht. Das heißt Metallic Glanz und es liegt eben daran, weil das, ich zeige es euch jetzt hier gerade mal, weil es eben so einen Glanz mit bei hat. Und ich finde, also gerade dieses gepunktete Muster, für das, also wenn man es, pass auf, also ich versuche das jetzt mal insofern deutlich zu machen, weil es ja immer über die Kamera ist, ne? Also wenn man es normal anschaut, dann schaut es jetzt auch wie bei euch total, also relativ unspektakulär aus. Aber wenn man es entsprechend im Licht hält, dann hat man diesen Glitzerschimmereffekt. Ja, seht ihr das? Und den hat man, also wenn man ihn jetzt, wenn man das Papier vor sich hat, noch viel stärker, als ich es jetzt da so in der Kamera sehen kann. Aber das, was ihr so an diesem Effekt da seht, den hat man dann eben auch. Ich finde es toll. Und das gibt es in den Farben Sommerbeere, Mandarinorange. Das ist irgendein Grün. Ach, beim Grün weiß ich es jetzt immer nicht so genau. Ist es Olivgrün oder? Nee, das ist, glaube ich, ein helleres. Farngrün? Wasabi-Grün? Also es ist ein Grünton. Ich weiß leider gerade nicht genau welcher. Und es ist natürlich auch ein Blau in der Packung dabei. In dem Fall ist es Himmelblau. Genau. So, und ich finde das Papier, also ich finde es toll. Auf der Rückseite hat es kein Muster mehr. Nur, dass ihr das vielleicht, das lege ich gerade ja immer so zur Seite, dass ihr das auch noch seht. Und dann hat es aber neben den Punkten auch noch ein Streifenmuster. Schaut an, da hat es die Streifen in allen drei allen vier Farben. Genau. Hier wieder das Blaue. Seht ihr das? Das ist cool. Ach, das ist toll. Und dann haben wir noch ein weiteres Muster. Also es sind drei Muster, vier verschiedene Farben. 3x4 würde ich meinen Sohn jetzt fragen. Dann sagt er hoffentlich noch 12. Sommerferien sind ja immer schwierig. Somit habt ihr 12 Papiere da drin. Eben in diesen Farben und Mustern, wie ich es euch gerade zeige. Und ja, nur für euch so
Haha, und das Blaue muss auch noch. Genau. Okay. So. Das ist das Designerpapier, das ich verwenden werde jetzt gleich. Da könnt ihr ja gucken, wie ihr das machen wollt. Könnt euch aber auch erstmal anschauen, was ich jetzt mache. Logischerweise, wer hat es jetzt erraten, dass ich das himmelblaue Punktepapier nehme? Ich glaube, es ist nicht so schwer zu erraten. So, gut. Und ich kombiniere mir das himmelblaue Punktepapier mit dem marineblauen Farbkarton. Und für den Farbkarton machen wir das folgendermaßen. Also okay, ihr nehmt euren Bogen Papier. Ich habe ja geschrieben, wir brauchen einen DIN A4 Bogen wieder. Von den Maßen her könnt ihr es natürlich noch ein bisschen abwandeln. Aber ich habe selber so ein paar Mal rumprobiert und getan und gemacht. Ich fand jetzt die ganz passend und stimmig. Folgendermaßen, wir halbieren uns das Papier bei 14,8. Ja, also die lange Seite, gehe ich ein bisschen runter, die lange Seite, die 29,7 cm, die halbieren wir bei 14,85 korrekterweise. So, und dann haben wir dieses Stück Farbkarton. Das falzen wir uns jetzt dann schon einmal zack zu. Das ist folgendermaßen einlegen bei 14,5. Einmal falzen, bei 7,5. Ich glaube, ich habe das gerade falsch gesagt, gell? 7,5 und danach 7,9 anlegen. Und dann weiterschieben zu 15,4. Und dann noch 15,8. Das ist hier bei uns am Stampin' Up Schneidbrett auch dann das letzte, was angezeichnet ist. Angezeichnet ist. Genau. So. Dann haben wir hier letzten Endes schon unsere Falzarbeit geleistet. Das kann man jetzt auch gleich einmal, wenn man es will, wieder falten. So, was ich jetzt gleich noch machen werde, ist, weil das bei mir sonst wieder untergeht, ich werde mir mit dem Eckenabrunder, den ich hier irgendwann mal mir zugelegt habe, ihr könnt es aber auch, das Stanz- und Falzbrett für Umschläge hat hinten auch die Möglichkeit, Ecken abzurunden. Also ich werde mir jetzt gerade hier, passt auf, von dem kurzen Stück, von dem, was dann letzten Endes das Ende gewesen ist, ne? Also hier waren die 7,5 und dann hatten wir hier die 15 irgendwas und dann war hier das Ende. Und von dem Ende mache ich mir jetzt gerade die Ecken einmal rund, weil sonst vergesse ich das dann wieder. Und beim Designerpapier, da fällt es mir dann hoffentlich auf, bevor ich es aufklebe. So, das ist schon unser Papier. Jetzt geht es schon zum Designerpapier. Das Designerpapier brauchen wir jetzt in einer Länge von, lasst mich kurz überlegen, 7, 7 sind 14, 18,8. Also ich brauche jetzt hier einmal, hat keine Richtung, ist egal wie ich es nehme. Ich brauche hier jetzt 18,8 cm. Und dann brauche ich einmal, also ich brauche jetzt zweimal, weil ich mache es für innen und für außen, brauche ich hier, okay. Die Susanne fragt mich gerade, warum ich immer das Falzbein nehme beim Falten, gell? Beim Falzen meinst du das, genau. Also wenn ich das Papier so einlege, bei 7,5 war das, könnte ich genauso gut hier oben den Pünüppel nehmen. Schaut, wir haben hier oben den grauen und, Achtung, wir haben hier, also den dunkelgrauen, sage ich mal, und den hellbeigen Pünüppel, der hier schneidet. Wenn man mit dem falzen will, braucht man neues Papier. Auch schon oft genug passiert. Und mit dem hier, ich kann es euch vielleicht auch einmal, wartet mal, so, seht ihr das hier? Da, das ist also hier nur so ein Knüppel und hier ist es auch wirklich die Schneideklinge. Ich glaube, man kann das schon sehen, ne? Da. Ja, okay, also man kann, wenn man das Papier eingelegt hat, kann man genauso gut mit dem Knupsi hier oben, einmal hier so drüber, also einmal runter, einmal hoch und man muss ein bisschen drücken. Das falzt genauso und auch an der richtigen Stelle und
Ja, ich weiß. Ich glaube, ich will nicht so doll drücken, weil ich irgendwie mit der Schiene da immer irgendwie, ich weiß nicht. Also die drückt es dann wirklich auch mal runter. Ja, ist nicht schlimm. Aber ich glaube, wenn ich da so zuschaue, mag ich das nicht so. Bei der Schneideklinge versuche ich auch irgendwie sanft drüber zu ziehen. Und dann ist es so, dass ich eben eine schöne Falzkante haben möchte und dann oft einfach mir das Falzbein nehmen und dann ziehe ich mir das so runter. Und dann weiß ich, damit einmal ziehen, ist es wirklich eine schöne Falz drin. Wobei ich aber auch gestehen muss, ich liebe dieses Falzbein. Also ich finde, das ist vom Material her, das ist von der Haptik her, ich mag das so gern anfassen. Das liegt einfach gut in der Hand, das fühlt sich toll an und deswegen falze ich super gerne mit dem Falzbein. Ja, das sind so meine Befindlichkeiten, was das betrifft. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, wenn ich einen festeren Farbkarton, also wenn ich einen Farbkarton habe oder dieses Kraftpapier oder einfach, wenn das Papier fester ist, dann falze ich lieber mit, also dann brauche ich mehr Druck für mich, dass ich eine ordentliche Falzlinie für mich gefühlt habe. Und wenn es zarteres Papier ist, also ein dünnes Designerpapier oder auch das Flüsterweiß, dann falze ich eher auch mit dem, weil ich da einfach nicht so doll falzen kann und auch nicht falzen will dann beim dünneren Papier, weil das, ja, also da bin ich vorsichtiger. Ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt bei mir. Ja, ich hoffe, dass da die Frage beantwortet ist und unterm Strich ist es auch ein bisschen Vorliebe. Also jeder, wie er mag. So, liebe Susanne, jetzt bin ich natürlich mit meinen Maßen. Okay, wir hatten hier 18,8 und brauchen jetzt 14,3, wenn wir es also einmal drehen. Und jetzt muss ich hier mir 14,3 runterschneiden. Einmal, zack. Und dann brauche ich nochmal 14,3, weil ich, wie gesagt, es für innen und für außen gerade gestalten möchte. So, und die beiden Streifen, die jetzt ja beide 18,8 mal 14,3 cm haben, schneide ich mir jetzt noch insofern zu, dass ich mir hier 2 mal 7 cm abschneide. Also einmal 7 und nochmal 7. Ich glaube, gerade ist es vielleicht noch ein bisschen verwirrend, was ich da mache, aber ihr werdet es gleich besser verstehen, wenn ich euch das andere Papier noch mit dazu halte. Und das mache ich deswegen jetzt auch, sagen wir schon so automatisiert, weil ich ja, wie gesagt, schon das Ding jetzt ein paar Mal gebastelt habe. So, also schaut hier, wenn ich euch das jetzt dazulege, dann seht ihr, aha, genau und da. Ja, versteht ihr? Für die Innenseite und für die Außenseite. Genau, jetzt muss ich einmal noch überlegen. Wir sind noch nicht ganz fertig, dann mache ich das nämlich jetzt erst vorher noch. Nochmal Schneidbrett holen, Entschuldigung. Wir brauchen noch von dem Stück, von der anderen Hälfte des A4-Bogens brauchen wir noch zwei kleine Stücke. Und die zwei kleinen Stücke, lasst mich kurz überlegen, die genau. Ich lege mir das so ein, dass ich die 21 cm in der Länge habe und die 14,85 in der Breite da oben. So, und jetzt lege ich mir das so an, dass ich hier bei einem Zentimeter das Papier liegen habe. Also ich lege mir das hier bei einem Zentimeter an und dann nehme ich das Falzbein wieder. Ja, ich nehme es halt. Und dann ziehe ich mir hier eine Falz. Also ich falze jetzt erst, bevor ich das Papier zuschneide, nur falls ihr jetzt überlegt, was macht die da. Also wir müssen jetzt hier im 1 cm Abstand falzen. Das heißt, bei einem Zentimeter, bei zwei, bei drei. Und das mache ich alles noch mit der rechten Seite meines Schneidbretts. Und dann, weil ich da keine, nicht, jetzt hier keine Skala mehr habe, drehe ich es mir einmal um und mache hier bei 4 weiter. Ja? Und wenn ich direkt von hier angefangen hätte, dann ist die Anlegekante da oben so schmal und dann verwackelt es zu doll, finde ich. Und jetzt habe ich wieder mehr Anlegekante bei 4 und deswegen mache ich das so rum. So, auf jeden Fall geht es jetzt weiter bei 4 und dann bei 5 und dann bei 6 und dann na, bei 7 und bei 8 und bei 9 und stopp, jetzt bei 10
schneiden wir. Tada! Und da wir jetzt von dieser Falzung hier, also quasi ein Papierstück, das 10 cm lang ist und bei jedem Zentimeter gefalzt ist, davon brauchen wir jetzt zwei Stücke, die 7 cm in der Länge dann haben, ne, in der Breite. Genau, also lang und breit, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe es deswegen jetzt auch so gemacht, weil ich musste natürlich mehrere machen, ne, 44 Stück. Und da ist es so, dass ich mir den ganzen DIN A4 Bogen so eingeteilt hatte, dass ich eben mir die einfach durchfalzen konnte. Genau, das ist jetzt gerade über. Das hat Pause. Vielleicht mache ich ja noch mal eine. So, dann haben wir die beiden Stücke. 7 mal 10 cm, gefalzt bei je einem Zentimeter. 9 mal. So, habt ihr ja gerade gesehen. Dann hat das Schneidebrett, ist aber jetzt, glaube ich, fertig. So, die können wir jetzt schon falten. Ja? Also die müssen wir jetzt im Ziehharmonika-Style, Akkordeon-Style, müssen wir die jetzt so falten. So, und dann haben wir da so eine Wurst. Ne? Einmal ordentlich knicken, fertig. Also da ist schon gut, wenn man die richtig ordentlich gefaltet hat. Einmal zack und dann mit dem genau das Gleiche. Das Facebook zeigt mir an, dass Karin zuschaut. Hallo Karin. Ich weiß nicht, ob du bei dem Technikbuch mitgemacht hast. Also das Kartenfalt-Technikbuch Nummer 4, das ja jetzt halt abzugeben gewesen ist. Da zeige ich heute Abend meine Karte von. Also wenn du dich lieber überraschen lassen möchtest, dann kannst du in 3 Wochen wieder vorbeischauen. Ich mache eine kleine Sommerpause. Am 3. August geht es weiter. Und wenn du gucken willst, das ist ein anderes Design. Also das Design, das ich für die Kartenbuch gemacht habe, habe ich nicht hier. Aber die Art, es zu machen, ist natürlich die gleiche. So, also ich habe hier zweimal diesen Ziehharmonika, Akkordeon, Dingsbums Teile. Und jetzt hätte ich gesagt, fangen wir an und kleben zusammen. Vorher mache ich mir auch hier wieder einmal die Ecken ab. Weil das habe ich ja schlauerweise schon beim Cardstock gemacht, also beim Farbkarton. Und jetzt mache ich mir das hier auch gerade einmal ab, dass das dann aufeinander passt. So, da muss man manchmal ein bisschen mit Trick 17 arbeiten, weil sonst wird es nichts. So, dann Kleber, wie auch immer ihr das wollt. Ecken vom Designerpapier abrunden, nicht vergessen. Oh, Susanne, du bist toll. Dankeschön. Genau, also, das, aber also wenn ich es jetzt dann versucht hätte aufzukleben, dann hätte ich festgestellt, hups, das ist ja aber doof. Und von daher, alles gut, genau. So, brauchen wir hier einmal Kleber. In dem Fall nehme ich jetzt für die Außenseite und für die Innenseite das gleiche Designerpapier. Da ist jetzt dann wurscht, da kann man einfach loskleben und fertig. Ich habe für die Karten, fürs Kartentauschbuch, Techniktauschdingsbuch, habe ich verschiedene Designs genommen. Also außen drauf hatten sie eben eher so ein Tier-Look und einmal hier reinkleben. Einmal hier rein. Also ist jetzt klar, wir hatten ja vorhin damit den 7,5 cm angelegt und somit haben wir das Designerpapier schneide ich ja immer einen Ticken kleiner und dann ist es eben hier bei 7 cm und von daher ergeben sich, glaube ich, jetzt auch die Designerpapiermaße ziemlich genau. Ne? So, das ist die eine Seite. Bei mir glänzt es schon so schön. Das ist irgendwie ein bisschen schade, ist es ja, dass es nur glänzt, wenn man es so richtig ins Licht hält. Bei mir glänzt es nämlich hier die ganze. So, einmal umdrehen, nächste Lage da rein und innen die Außenseite aufkleben. Ne? Das war jetzt gerade eben für mich die Innenseite und jetzt klebe ich mir hier die Außenseite auf und dann glänzt das innen und außen und was weiß ich wo überall. So, dann hier auch nochmal aufkleben. Und das hier auch noch aufkleben. So, was ich jetzt vielleicht an der Stelle noch dazu erklären kann,
in meiner, also in der Karte, die ich als Vorlage bekommen hatte, war es dann noch so gewesen, dass die auf der Rückseite noch so, ach schau, die Steffi schaut auch zu. Hallo Steffi, schön, dass du vorbeischaust. Ich bin mal wieder am Live-Basteln. Irgendwie hat mich die Live-Sucht gefressen und heute Abend gibt es eine Wallet-Card, eine Brieftaschenkarte, die ich für so ein Kartentauschtechnik-Dingsbuch da gemacht habe. So, sagen wollte ich, dass in der Karte, die ich so als Vorlage bekommen hatte, die hier hinten noch so an, also so hier hinten, so Riemchen dran gemacht hat, die dann noch so nach vorne gingen und hier noch so eine Schnalle dran hatten. Also die hatte dieses Brieftaschen, Thema so aufgefasst, dass man das eben halt dann noch so mit so, ja, so Schnallen halt dann letzten Endes dran hatte. Genau. So. Und da ich aber irgendwie auch nicht so, also sagen wir mal so, ich habe keine Brieftasche, wo ich hier erst versuche, zwei Schnallen aufzumachen, bis ich sie dann aufmache. Ich hatte das Brieftaschenthema dann für mich so aufgefasst, dass das entweder was ist, was so einen Druckknopf hier hat und war schon sehr stark geneigt, einen Magnet hier reinzumachen. Also wenn ihr es mit einem Magnet verschließen wollt, dann hättet ihr das, bevor ihr das Designerpapier anbringt, eben hier das, den Magnet drunter machen können. Wobei bei einem genähten Leder, bei einer genähten Lederbrieftasche ist ja der Druckknopf auch zu sehen. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn man es in dem Style dann hier macht, so dass man es sehen kann. Oder wir machen gleich eben die Variante, die ich mir überlegt hatte, die ich eigentlich auch ganz schick fand. Kommt gleich. Jetzt müssen wir erst noch schauen, dass uns das nicht die ganze Zeit auseinanderfällt. Dafür haben wir die zwei Teile gemacht, um jetzt unser Fach zu machen. Und da muss ich mich jetzt einmal kurz konzentrieren, weil sonst bin ich nämlich voll Kleber geschmiert. Habe ich ja nicht so gern. Ich nehme mir einmal die Akkordeon-Ziehharmonika-Teile und mache mir da so den Kleber da drauf. Danke, Steffi, ist lieb von dir. So, und jetzt mache ich es zuerst auf die Rückseite. Also nicht auf die obere Klappe und nicht auf die vordere Klappe, sondern ich nehme zuerst die Rückseite und setze mir den, dieses Ziehharmonika-Teil da rein, so dass es halt eben ungefähr mittig sitzt. Weil, wie ihr ja noch wisst, wir haben 7,5 cm und das Ding ist ja nur 7 cm. Das mache ich auch mit Absicht ein bisschen kleiner, dass es einfach auch gut da reinpasst und dann nicht so gequetscht ist. So, und jetzt einmal hier reinsetzen. Und jetzt versuche ich euch noch ganz kurz zu zeigen, dass wie dieses Dings drin ist. Ja, also wir haben das ja gefaltet und getan und gemacht. Und da ist es so, dass die Öffnung, wie soll ich sagen, die Öffnung nach innen ist und nicht nach außen. Jetzt kriege ich das mit der Kamera halbwegs so hin. Ja, genau. Also seht ihr, das ist für mich die Außenseite, wo quasi die Berge sind und das ist dann die Innenseite, wo diese zwei Endteile auch ankommen. Ich glaube, so kann man es erklären. Und das mache ich mir innen rein, ja, nicht andersrum. So, und wenn das geklappt hat, dann muss man hier vielleicht noch mal ordentlich falten, dass die Dinger dann auch da bleiben, diese Wackelteile. Dann mache ich mir den Kleber hier oben drauf. Ta, ta, ta. Und hier noch mal Kleber drauf. Und dann kommt der Teil, wo man zuklappen muss. Ja, könnt ihr das sehen? Also ich halte mir die quasi mit dem Daumen so runter und mit dem Zeigefinger hole ich mir das Teil so da rein und dann versuche ich schnell zuzumachen. Okay, ist ein bisschen albern, Entschuldigung. Ich versuche schnell zuzumachen und dann richte ich es mir nochmal aus, aber in der Regel passt es dann eigentlich auch schon. Drücke es mir nochmal ordentlich mit den Fingern fest und dann kommt hier der Kleber zum Beispiel schon raus. Genau, ne? Also schönes Geschmiere. Gut, also vom Prinzip her denke ich, ist es klar, man muss die Teile da reinkleben und ich versuche das halt so zu machen, dass ich danach nicht, ja, nicht selber vollklebe. So, gut. Den Teil, das war der technische, sage ich jetzt mal, ja? Wer möchte, habe ich insofern auch noch überlegt gehabt,
könnte da auch noch einen Bogen Papier mit reinmachen. Das heißt, wir hatten ja hier noch ein bisschen Verschnitt. Wenn ihr den Verschnitt ein bisschen anders zuarbeitet, dann könntet ihr noch einen Teiler da reinmachen, dass ihr die Brieftasche auch teilen könntet in große Scheine und kleine Scheine oder sowas, ne? Je nachdem, was rein soll. Gut, also, das ist jetzt an und für sich schon die Brieftasche. Und wie gesagt, wenn ihr es mit einem Magnet löst, dann ist einfach der jetzt zu platzieren oder vorhin schon, dann kann man den einfach auf und zu machen. Ich wollte euch jetzt noch eine andere Variante anbieten und das hat auch einen Grund. Genau, weil ich habe mir von Stampin' Up! Ein Stempelset schenken lassen. Und das ist folgendes. Und das wollte ich euch ganz, ganz gerne zeigen. Und mit dem hatte ich eben auch kleine Scheine. Ach so, ja, nee, Steffi, kleine Scheine, stimmt. Also einfach für große Scheine reicht völlig aus. Gut, also zur Erklärung. Dieses Stempelset, und das hatte ich mich irgendwie ziemlich schnell verliebt, als ich diesen Katalog durchgeblättert habe. Und ich kaufe eigentlich sehr selten englischsprachige Sets, weil den Menschen, denen ich dann doch Karten verschenke, die, ja, weiß ich nicht. Also, bei mir funktioniert Deutsch einfach besser. Aber in das habe ich mich irgendwie wegen diesem, ja, also wegen diesem Diamant da einfach verliebt gehabt. Ne? Ich fand es so toll und hatte meine ganzen Brieftaschenkarten, also die Walletcards. Karin will auch nur große Scheine. Genau. Das werde ich meinem Mann auch mal erzählen in Zukunft. Kleine Scheine kenne ich nicht, brauche ich nicht, brauche nur große. Gut. Und ich zeige euch ja dann im Blogbeitrag noch die Bilder von den Karten, die ich weggeschickt habe. Und da ist es so, dass ich eben zum Verschluss diesen Diamant hergenommen habe. Und der, ja, weiß ich nicht. Also der hat mich einfach direkt angesprochen. Und dann hatte ich mir das Stempelset auch noch aussuchen können. Also habe es mir noch schenken lassen können. Und von daher ist es jetzt so. Okay, gut. Ihr kennt das vielleicht auch. Wie auch immer. Dieses Stempelset musste es jetzt sein. Und deswegen heute Abend auch. Ich habe mir hier den Diamant schon in Marineblau aufgestempelt. Und schaut folgendermaßen, ich kann es ja hier nochmal, ich zeige es euch vielleicht besser hier, da sind die Linien besser zu sehen. Also man hat den Diamant, den man stempeln kann, als Grundgerüst und dann kann man den nämlich per Stempel ausmalen. Man kann ihn auch so ausmalen, wie ihn die Steffi ausmalt, wenn man das mit dem Pinsel und der Farbe, gute Wahl des Stempelset, genau, ja. Also bei der Steffi habe ich das Stempelset auch schon gesehen und man kann den Diamant dann auch mit dieser Aquarelltechnik, die die Steffi ganz, ganz toll macht, kann man den auch farblich kriegen, also farbig kriegen, genau. Ich habe mich heute dafür entschieden, es mit diesem Stempel und diesem Stempel und Moment, diesem Stempel hier zu probieren. Ich kann euch die hier auch nochmal zeigen. Also das ist einmal der da hier und noch der kleine. So, und damit versuchen wir jetzt diesen Diamant anzumalen. Nein, nix hust, Steffi, ist alles gut. Jeder hat ja so sein kreatives Ding und sein Herzensding. Und ich glaube, dir macht es super viel Spaß. Das merkt man und das schaut halt auch einfach toll aus. Wer mal gucken will, kann bei der Steffi auf der Seite stempelwiese.de, glaube ich, kann da mal gucken gehen. Gut. Für heute Abend habe ich hier den marineblauen Diamant und den mache ich euch jetzt. Wer hätte es gedacht, welche Farben werde ich wohl verwenden? Genau. So. Was soll es auch anderes sein? Ich habe jetzt drei verschiedene Blautöne. Ja, ich kann halt nicht anders. Blau ist halt bei mir Programm. So, also der eine Stempel, den stempel ich jetzt so gut ich das hier sehe und treffe und kann. Einmal hier in die Mitte. Ich zeige euch da das jetzt Stück für Stück. Also hier habe ich jetzt schon die erste Farbe, bevor ich seekrank wird. So, hier habe ich die erste Farbe drin. Dann habe ich hier, also das war jetzt Himmelblau, weil wir hatten ja auch Himmelblau im Designerpapier. Dann habe ich hier für mich noch für Ozeanblau entschieden. Das heißt, hier kommt jetzt dann die nächste Farbe. Wisst ihr was mit dem Spiegelverkehr? Ich mache das jetzt schon so lange mit diesen Live-Videos, aber es klappt immer noch nicht spiegelverkehrt. So, und dann habe ich noch einen letzten Blauton für die kleine Spitze da mittendrin. Und dann habe ich mir den für heute Abend und für die Gelegenheit einmal blau gemacht. So, seht ihr? Ups, da. Jetzt einmal schnell durch die Big Shot kurbeln. Die habe ich einmal hinten dran
wenn ihr mich vielleicht seht oder nicht seht, nee, ihr seht mich nicht, dann hört ihr mich nur, bin aber auch gleich wieder da. Das ist einfach schnell gemacht, weil ihr wollt ja noch sehen, wie dann diese Karte zugeht, ne? Genau, wir müssen die jetzt noch zumachen, weil sonst ist das ja alles Quatsch. Sonst fallen ja die Schätze raus, ne? Oder die großen Scheine. Das wäre nichts. So, Achtung. Mit dem, achso, das wollte ich euch vielleicht, könnte ich euch auch noch zeigen, statt her. Zu diesem Stempelset gibt es dann auch noch diese Packung an Framelits. Und ich glaube, in die habe ich mich auch relativ schnell verliebt, weil dieses Muster gefällt mir da so gut. Das spricht mein mathematisches Ich an. Ja? Das ist einfach so strukturiert. Das hat so Muster und deswegen finde ich das toll. Und wie ihr sehen könnt, kann man hier auch den Diamant quasi in filigran haben. Und hier habe ich ihn jetzt einmal hier, den Diamant dann hier mit dem Framelit noch gemacht. Genau, zack, zack. So, nur, dass ihr das auch gesehen habt, das passt eben zusammen. So, jetzt mache ich meine Stempelkissen noch schnell zu. Und dann machen wir hier weiter. Genau, also ich habe jetzt den Diamant eben ja, mal schnell angemalt. Und der kommt jetzt dann hier drauf und bildet dann letzten Endes hier den Verschluss. Und ich wollte das gerne jetzt wieder machen mit Band. Und da war ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, welches Band ich nehmen wollte. Weil ich hatte so eine Kordel gehabt bei den... aber ich glaube, ich möchte doch das haben, ja. Also ich habe erst überlegt, ob ich auch wieder eine Kordel nehme. Und dann hätte ich hier so eine silberne genommen. Die gab es mal in irgendeinem Herbst-Winter-Katalog. Und ich fand die so toll, weil die mir von der Stabilität her super gefallen hat. Da habe ich noch ein paar Schätze bei mir im Schränkchen. Aber ich zeige euch lieber das hier. Das ist ein Schimmer-Geschenkband. Könnt ihr das sehen, dass das so ein bisschen schimmert? Ich glaube, man kann es ein bisschen sehen. Gell? Also schimmert auch nur ein bisschen. Lange nicht so wie die Karte. Aber da jetzt die Karte glitzert und da wir den Diamant haben, finde ich, passt jetzt halt auch ein Schimmer-Geschenkband super dazu. Und das ist natürlich... Natürlich habe ich da auch wieder das Blaue und jetzt werden wir versuchen, das irgendwie, nein, nicht irgendwie, sondern ordnungsgemäß hier dann zuzukriegen, das Täschchen, genau. Ich hoffe, dass das Band jetzt auch funktioniert, weil eine Kordel natürlich ein bisschen einfacher funktioniert, weil die ein bisschen dünner ist. Aber das probieren wir jetzt aus. Moment, wie geht's weiter? Ihr braucht jetzt Klebezeugs da. Wo habe ich meinen Kleber da jetzt? Ja, dann nehmen wir den auf die Schnelle. Also ich mache mir einmal so ein bisschen Klebeabroller mitten auf den Diamant. Dann kommt da schon mal das Band dran. Und es kommt nach oben weg, das Band. So, könnt ihr das sehen? Also ich habe mir das jetzt einmal so das fixiert, das Band, dass das da dran ist. Dann habe ich festgestellt, dass diese klitzekleinen Dimensionals, könnt ihr die sehen? Ja, genau. Die gibt es jetzt ganz neu im Katalog. Und wer sich immer genervt gefühlt hat und diese großen Dimensionals angefangen hat zu zerschneiden für irgendwelche Projekte, der hat jetzt die Möglichkeit, einfach kleine zu kriegen. Und da setze ich mir jetzt diese kleinen Dimensionals hier auf die Kante da. Also... Ja, also ich, wie soll ich das jetzt erklären? Am besten mit Worten, gell? Ich könnte es einfacher machen im Verstehen. So, ich zeig's euch. Pass auf. Also, ich setze mir die Dimensionals jetzt so drauf, dass ich einen kleinen Rand außenrum habe. Hätte ich jetzt nur ein Dimensional in der Mitte, wäre mir das aber zu viel Rand gewesen. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, das so zu machen. Und da ich jetzt dieses festere Band habe, werde ich jetzt eine zweite Lage Dimensionals drauf machen. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Weil ich werde es gleich um den Diamant wickeln wollen. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist jetzt Petra live. Ich habe eine Idee im Kopf und ich mag das gerne so machen. Und ob es jetzt dann auch wirklich klappt oder nicht, wird sich zeigen. So. Wie auch immer, es hilft ja nichts. So,
Also ich habe jetzt da sechs Dimensionals drauf. Sechs kleine, drei und die eben doppelt. So. Und wenn ich das jetzt hier abgezogen habe, dann nehme ich mir jetzt meine Karte her und platziere mir jetzt halbwegs mittig. Wo ist denn da die Mitte? Ja, müssten wir jetzt ungefähr. Naja, ich glaube, ungefähr mittig ist für mich hier. So. Seht ihr das? Nee, so nicht. Also, ich habe es mir jetzt ungefähr mittig da drauf gesetzt und so, dass die Spitze ein bisschen über die Kante geht. So, das ist jetzt vom Prinzip her, ist das jetzt einfach Geschmackssache. Ja? Also, das kann jetzt jeder machen, wie er mag. Ich wollte den Diamant machen. Ich wollte das ein bisschen so hinsetzen, dass man das so das Gefühl hat, an dem Diamant kann man jetzt eben dann aufmachen, dass man an die großen Scheine kommt. Und dann das Band einmal so rum. Und dann wickle ich mir das Band jetzt hier. Und deswegen habe ich jetzt auch, ne, also Moment, ich wickle mir jetzt das Band hier so rum. Und deswegen habe ich mir jetzt auch die doppelte Lage Dimensionals gemacht. Und wie gesagt, das ist mit der Kordel einfacher. Aber ich wollte gerne dieses Band verwenden. Einmal hier rum und dann da unten rum. Passt mal auf, ich mache das gerade mal für mich und zeige es euch gleich. So. Also vom Prinzip her jetzt so und so ist es dann eigentlich auch zu. Also ich kann es auch schon loslassen. Es ist so, dass der Diamant jetzt ein bisschen gequetscht aussieht. Das gebe ich zu. Und ob mir da jetzt noch eine andere Lösung einfällt oder ob mir das jetzt so gefällt, das muss ich gucken. Ich schneide jetzt auf jeden Fall erstmal mein Band ab. Achtung. Und dann kann das schon wieder weg. Und genau. Also, das ist jetzt vom Prinzip her meine Brieftaschenkarte, meine Walletcard. Und soll ich euch was sagen? Ich finde die total schick. So. Genug gebastelt, ich hole euch wieder hier hoch. Tada, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob irgendwer von euch mitgebastelt hat oder nicht, aber das ist jetzt auch egal. Nein, nicht egal, sondern weiß ich ja nicht. Ich wische jetzt einfach mal und schau mal, wer noch da ist und wen ich noch ins Video holen kann. Wer jetzt bisher, also ihr müsst jetzt nicht abhauen, ihr müsst keine Angst haben, ich hole niemanden ins Video, der nicht möchte und der vielleicht schon in Schlaflook und was weiß ich jetzt da sitzt. Aber ich mache das ja immer gerne für die, die noch Bock haben. Und ich habe da nämlich auch schon eine Idee für ein anderes Projekt, nein, für ein weiteres Projekt. Da bräuchte ich die ein oder andere Stampin' Up! Demo, die mutig genug ist, mal mit mir gemeinsam so ein Live-Bastel-Event zu bestreiten. Genau. Ich habe da nämlich eine witzige, also ich finde, es ist eine witzige Idee. Und ich suche noch mutige, die, die sich trauen. Genau. Also anders ausgedrückt, wer jetzt mit dem Handy mir zuschaut und wer Lust hat, ins Video zu kommen, der kann jetzt von mir da zugeholt werden und eingeladen werden. So. Okay, die Steffi. Die beömmelt sich jetzt noch mit den großen Scheinen, genau. Okay, also die Susanne ist schon im Bett. Susanne, bei dir ist es aber auch so, dass du wieder keine grüne Kamera hast. Also gerade bei dir wollte ich es jetzt ja noch mal ein bisschen genauer beobachten. Genau, also folgendes. Es kann irgendwie, das sind so technische Geschichten noch, es kann nicht jeder dazukommen. Aber die Karin zum Beispiel, die hätte jetzt, also ich sehe die Karin, dass sie mir zuschaut und ich sehe auch, dass sie eine grüne Kamera hat. Also für mich so ein kleines Symbol dazu. Und wenn ich jetzt die Karin anklicke, ich weiß zwar jetzt nicht, ob die Karin darauf gefasst ist oder nicht. Also sie ist zumindest noch am Späßchen machen und am Lachen. Ich klicke jetzt einfach die Karin an, weil du bist jetzt gerade die Einzige, die eine grüne Kamera für mich hat. Dann werde ich Video zu kommen und vielleicht hat die Karin Lust, diese Einladung anzunehmen. Also, ne, bei der Karin auf dem Bildschirm erscheint jetzt, wirst ins Video eingeladen oder irgendwie sowas und sie kann es jetzt ignorieren, weil sie gerade Panik schiebt und nicht weiß, was sie damit machen soll. Dann ist es irgendwann auch wieder weg, also das vergeht nach ein paar Sekunden oder sie lehnt ab. Genau, in dem Fall hat sie jetzt abgelehnt, dann kommt sie eben nicht ins Video und in dem Moment, wo sie angenommen hätte, wäre jetzt der Bildschirm geteilt gewesen und die Karin hätte Hallo sagen können. Aber ich weiß, mit meinem 21 Uhr,
Jetzt haben wir auch schon 21:45 Uhr. Ja, Steffi, das geht. Du wirst mir gerade nicht angezeigt. Ich nehme mal an, dass du vielleicht gerade nicht mit dem Handy zuschaust oder irgendwie. Also man muss. Ja, Karin, mach mal. Ich will das mal sehen. Und die Karin ist aber leider schon im Nachtlook gewesen. Aber sie war ja schon mal bei mir im Video. Genau. Also das geht. Es geht eben insofern. ich war schon. Anscheinend war es so schlimm. Kann man doch noch mal machen. Genau, also technisch ist es möglich, dass ich euch in mein Video mit einlade. Und wie gesagt, es geht nur, weil ich bin jetzt mit dem Handy live und dann geht es auch nur, wenn ihr mit dem Handy live seid. Genau, also Steffi, wenn du jetzt mit dem Rechner live bist, dann sehe ich, also dann sehe ich dich auch gar nicht und ich sehe eben auch nicht, dass ich dich einladen kann. Aber wenn du noch Lust hättest, könntest du ja parallel dazu vielleicht gerade irgendwie einfach mal das Handy schnappen und schauen, ob du das Video auf dem Handy auch findest. Und wenn ich dann vom Rechner vielleicht einmal rausgehe und wenn ich dich dann sehen würde, dann könnte ich dich auch mit dazu holen. Aber wenn das jetzt zu kompliziert ist und umständlich ist, dann musst du das auch nicht tun. Und vielleicht hast ja auch du schon den Schlafanzug. Genau. Ich muss ja immer gestehen, ich weiß nicht, wer es von euch weiß. Ich bin ja, bevor ich hier live gehe um 21 Uhr, bin ich ja auch schon einmal kurz im Schlafanzug. Steffi ist schüchtern. Ach, du, das ist. Du kommst ja nur zu mir. Also das wäre wie wenn du jetzt da zu die Tür reinkommst und im Bastelzimmer mit mir halt da kurz einmal ratscht und dann eine Karte bastelst. Also basteln tun wir jetzt nicht mehr, basteln haben wir ja gerade. Das tut nicht weh. Genau, ja. Machst ja auch genug Videos. Also ich kann zum Beispiel das, was du machst mit diesen aufgezeichneten Videos und dann geschnitten und dann ne, irgendwie noch gezoomt und gerafft und getan und gemacht. Das ist nicht so meine Stärke, dann drücke ich lieber auf den Live-Button und los geht's und gut ist. Genau. So, sagen wollte ich noch, dass ich kurz bevor ich, nein, nicht kurz, sondern bevor ich hier live gehe, Donnerstagabend 21 Uhr. Du, die Live-Zuschauer, die beißen einen auch nicht. Also geht ja nicht, ne? Die sind ja auf der anderen Seite der Kamera. Von daher alles schicki. Um den Satz fertig zu machen, bin ich auch im Schlafanzug, ganz kurz. Also wir tun Abendbrot essen, dann gehe ich mit den Kids ins Bett und lese den Kindern noch vor und dann um 8:30 Uhr sage ich dann so, heute ist Donnerstag, 8:30 Uhr, Schluss mit Lesen, ihr könnt schlafen und ich gehe noch schnell mich wieder anziehen, ne, weil sonst ist ja blöd und geht dann noch Live-Video machen, genau. Und da wir momentan schon Ferien haben, ich glaube es ist schon unsere dritte Ferienwoche, ja wie sagst du, also gebissen hat mich noch keiner, das weiß ich, genau. Manchmal ist es voll irritierend, wenn dann irgendwelche zuschauen und auf einmal sind die wieder weg und so. Dann sitzt man da und denkt sich, ja, was haben die jetzt gesagt? Aber war vielleicht auch nur der Mann im Hintergrund, der mal schnell noch irgendwas wollte und dann wurde das Bastelvideo einmal weggeklickt. Ist auch nicht so dramatisch. Es steht ja noch, ne, die Aufzeichnung gibt es ja dann noch Tage und Wochen lang. Und mittlerweile habe ich es auch drauf. Ich ziehe es auf YouTube rüber. Dann habe ich ein YouTube-Video. Und dann packe ich es auch noch ein bisschen in den Blog mit rein. Und ja, das ist so ein bisschen, wo ich sage, ich habe da jetzt einmal die Woche bastel ich mit euch und daraus baue ich mir dann noch so ein bisschen Online-Input. Wir können alle mal im Schlafanzug machen. Ja, Susanne, das können wir auch mal überlegen. Coole Idee. Wir basteln im Schlafanzug. Das muss ich nur überlegen. Auch mein Schlafanzug vorzeigbar ist. Aber notfalls, ja, besorge ich mir halt noch einen. Gut, also mit anderen Worten, ich bin dann eben einmal schnell im Schlafanzug und dann lasse ich die Kinder oben und dann bin ich wieder hier und bastel mit euch gerne und merke aber dann eben auch schon, wie vielleicht viele von euch auch einfach, ja, es wird dann Abend, es ist spät und dann bin ich auch ein bisschen müde. So, jetzt habe ich, ach genau, ich habe am Anfang noch angekündigt, dass ich jetzt beschlossen habe, angesichts eben unserer Ferien eine kleine Sommerpause zu machen. Nicht, weil ich keinen Bock habe, mit euch zu basteln, sondern Pyjama-Bastelparty. Yeah. Gut, kommt mit auf die Liste. So, aber jetzt erstmal Sommerpause. Also bei mir ist jetzt die nächsten 2 Donnerstage, habt ihr quasi frei. Ich bin dann am 3. August erst wieder hier live. Ich weiß, dass dann die Bayern auch erst mit den Ferien anfangen, Schulferien und so weiter. Aber gut, ne? Also wir hatten jetzt auch schon ein bisschen Ferien und ich mag jetzt auch keine 6, 8 Wochen Ferien machen. Aber ich wollte einfach jetzt für die nächsten 2 Donnerstage zumindest nicht fix live gehen.
Kann sein, dass ich so Bock habe und so nochmal dazu komme. Genau. Und das, was ich aber auch noch sagen wollte, weil ich die Zeit dann insofern auch nochmal gucken wollte, wie ich dich ein bisschen nutzen kann, um meine Blogbeiträge und so einfach ein bisschen nochmal wieder auf Stand zu bringen, weil da war ich ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Ich habe ja, lieber nicht öffentlich, Karin, dann gründen wir eine Pyjama-Bastel-Party-Facebook-Gruppe. Genau, jetzt habe ich es. Und dann sind wir in der Gruppe und dann können wir zusammen in der Gruppe live Pyjama basteln. Also nicht Pyjamas, sondern halt, ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, kein Problem. Facebook hat ja da, gibt es ja genug geschlossene Räume mittlerweile dafür. So, um es jetzt abzuschließen, ihr habt nur Quatsch da gerade vor, ne? Okay, um es jetzt meinen Gedanken abzuschließen. Genau, ich wollte ein bisschen aufräumen auf meinem Blog und wollte das Ganze mal ein bisschen ordentlich und sortiert hinkriegen. Und ich ja für manche Sachen, die ich hier gemacht habe, wie heute Abend zum Beispiel, habe ich ja auch schon eine Anleitung geschrieben für diese Wallet Card, weil das eben im Rahmen des Kartenfalltechnikbuches gewesen ist. Und für andere Sachen, für andere Bastelprojekte war ja immer so im Raum gestanden, ja, mit den Zahlen und so weiter. Teilweise habe ich es euch per PN geschickt und wie auch immer. Ist es ja aber nicht so schwer, die paar wichtigen Anleitungsschritte zusammenzuschreiben und da eben eine Anleitung draus zu machen. Und das werde ich eben auch bei mir auf dem Blog, werde ich dann noch so einen Anleitungsbereich, ich glaube, ich nenne das jetzt mal so, werde ich da noch einfügen. Genau. Werde es aber dann noch so kombinieren, dass auch nicht zwangsläufig einfach so jeder an die Anleitungen kommt, sondern dass man das auf so einem ja, passwortgeschützten, glaube ich, Dings. Also so einen internen Bereich werde ich da dann anlegen. Genau. Und wer dann da gucken will und wer das dann eben sortiert in der Übersicht haben möchte, der kann dann da gern dazukommen. Ist ja kein Ding. Da werde ich aber dann auch, denke ich, im Laufe der, ja, vielleicht kurz nach der Sommerpause, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt zeitlich hinkriege, werde ich euch dann da noch wissen lassen, wie genau das funktioniert. So, genau. Und da ja der ein oder die ein oder andere Stampin'-Up-Demonstratorin zuschaut, also wie gesagt, für alle, die Bock haben und den Mut aufbringen, diesen einen Schritt über die Schüchternheit rüber zu gehen. Ich suche noch Freiwillige, ich habe da eine Idee. Und das würde dann eben auch so ablaufen, dass dann eben halt zwei Basteltanten zu sehen sind und dann da ein gemeinsames Facebook-Live-Basteln draus wird. In Klamotten. Also das, was ich mir jetzt ausgedacht hatte, war nicht in Pyjama, weil eine Pyjama Bastelparty. Ich glaube, bei der möchte mein Mann dann auch mitmachen, habe ich so den Eindruck. Der schaut gerade vorbei. Das haben wir gesagt, machen wir anders. Gut. So. Habt ihr jetzt noch irgendwas? Also, nachdem ihr euch da beörmelt habt und so weiter. schade. Ja, Susanne, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich bin für fast jeden Spaß zu haben. Und ich glaube, ich bin mir da auch echt für. Also, ne, wie ist der Spruch von der Monika Gruber? Scheiß da nix, dann freut da nix, ja? Also, ich habe da rein und los, aber ich glaube, das muss nicht jeder sehen, oder? Also, Pyjama, ich, Pyjama, basteln. Okay, wie auch immer, wir haben ja gesagt, da machen wir doch lieber intern. Ich glaube, das finde ich gemütlicher. Ist einfach gemütlich. Für uns fühlt sich das auch besser an. Genau. So, und wer jetzt dann Bock hat mit mir hier gemeinsam, ja, jetzt kriege ich auch noch ein Herzchen, ne? Das ist aber toll. Dankeschön. Wer noch mehr Herzchen schicken möchte am Donnerstagabend, kann gerne noch. Ja, aber nur Spaß, ich weiß. Ihr macht es auch ganz toll. Ja. gut. Noch irgendwas? Nee, oder? Also ich gucke jetzt gerade noch mal rüber, aber Moment. Genau. Also ich glaube, ich habe das jetzt mit der Idee bin ich losgeworden, mit der Sommerpause bin ich losgeworden, mit meinem Herzchen, 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 schön, schön, mit meinem, was ich da vorhabe mit diesem Anleitungsmitglieder-Dings-Bereich, muss ich noch mal gucken, aber das lasse ich euch wissen, habe ich dann auch erzählt. Genau. So. Und für die Sommerpause sonst wollte ich, glaube ich, wenn ihr sonst jetzt keine Fragen mehr habt. Dann würde ich zum Ende des Videos kommen. Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn das Video dann später auf YouTube steht und der sich es bei YouTube anschaut, dann immer noch den ganzen
Die ganzen Quatschkommentare kann ja keiner lesen. Ne? Also ich kann es lesen, ich versuche das meiste vorzulesen, aber es ist dann trotzdem, das Basteln ist ja auch schon vorbei. Gut. Genau, apropos YouTube. Wer Bock hat, kann bei YouTube mal gucken. Frau Wolkenblau ist mein YouTube-Kanal. Wer da eben mal durchstöbern will, habe ich ja das ein oder andere auch schon drauf. Abonnieren dürft das auch. Ich habe jetzt endlich, und ich finde das so cool. Ja, also ich find's für mich schon cool. Ich habe jetzt meine ersten 100 Abonnenten voll. Finde ich schön. Ja, es gibt 100 Menschen, die mir auf YouTube folgen. Okay, gut, ja. Nein, ich finde es schön und vielleicht findet ihr es auch schön und wenn nicht, dann nicht. Ist auch okay. ja, ne? Also ein bisschen ist schon auch schön, wenn man merkt, dass noch jemand da ist, der zuguckt und der einen nicht doof findet, im Zweifel gut findet. Aber ich glaube, ihr hattet heute Abend auch euren Spaß. Und das finde ich ist einfach. danke, Steffi. Und das finde ich gehört dazu einfach, ja? Also das. Deswegen hatte ich mich irgendwann auch für dieses Format entschieden, eine Facebook-Live-Bastelgeschichte, weil dieser Bastelparty, ne, also wir bieten ja auch diese Workshops, Bastelparty, ne, bieten wir auch so an, einfach live unter Leuten. Und dann ist es so, dass Karin, das wird schon, einfach weiter Videos reinstellen. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Ein bisschen optimiert habe ich es, also ich habe es versucht, ein bisschen zu optimieren, aber. Auch die Nicole sagt, ich mache das auch toll, mache das super. Ja, okay. Also Karin schreibt Glückwunsch und sie möchte auch gerne noch ein paar mehr YouTuber haben. Karin, unter welchem Namen bist denn du dann bei YouTube? Vielleicht schreibst du es einfach mit rein, dann können alle nochmal bei der Karin auf dem YouTube-Kanal gucken. Hast du morgen auch schon wieder 5 Abonnenten mehr? Und die Nicole schreibt, du machst das super. Dankeschön. Das freut mich. Genau. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Habe ich vergessen. Aber, achso, wenn man nicht ganz ins Leere off. Ja, Karin, komm, schreib noch rein, unter welchem Namen du auf YouTube zu finden bist. Weil ich bin ja auch nicht als Petra Wenninger zu finden. Ich habe mich ja irgendwann mal für Frau Wolkenblau entschieden. Und deswegen versuche ich alle Online-Kanäle auf Frau Wolkenblau. Karins Kreativkiste. Also, dann schaut es jetzt bei YouTube unter Karins Kreativkiste nochmal nach. Und dann freut sich die Karin auch darüber. Genau. So. Abschließend, es ist schön, wenn man einfach nicht ganz alleine da sitzt, sondern wenn man da so ein bisschen Interaktion hat und merkt, da ist noch jemand. Und das macht einfach Spaß, macht echt Laune. Und deswegen danke, danke, danke. Genau, die Susanne schreibt schon eine schöne Sommerpause und einen schönen Abend. Genau, dem schließe ich mich an. Ich wünsche euch auch für eure Sommerpause viel Spaß und einen schönen Abend. Und möchte es eben jetzt am Ende des Videos auch nochmal ganz deutlich danke, 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 danke. Ganz lieben Dank, dass ihr heute Abend dabei gewesen seid und das hat super Spaß gemacht mit euch. Und ja, schöne Sommerpause, schönen Abend, schönes Wochenende, schönes was auch immer. Bis 3. August. Ich glaube, da geht's weiter. Genau. Jetzt drücke ich auf Beenden. Das ist immer das Schwierigste, wenn man dann so im Labern und Labern und labern. Ja, okay. So, also Schluss für heute. Ich kann dann immer so schlecht Tschüss sagen. Ich sage jetzt einfach Tschüss und gute Nacht und alles, was wir gerade schon gesagt haben. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Bis dann. Ciao.